In diesem Video werden wir immer zu dem Verein wechseln, der uns besiegt. Schauen wir direkt, ob wir Trainer bleiben dürfen bei Fürth oder ob wir zu Stuttgart gehen. Und wir sehen, ganz klare Sache, wir werden zu Stuttgart gehen. Die große Frage ist aber natürlich, wo wir am Ende der Saison dann landen, ob wir vielleicht Titel holen. Heißt natürlich für uns, wir hoffen, dass wir gegen die großen Vereine verlieren. Und Leipzig ist, denke ich mal, der perfekte Gegner. Denn die spielen ja noch mit Paris und Manchester City in einer Gruppe in der Champions League. Also theoretisch könnten wir da auch zu diesen Clubs wechseln. Also nicht nur hier in der Bundesliga bleiben. Wir gucken direkt mal, wie das Duell ausgeht und wir sehen ein Unentschieden und normalerweise freut man sich, wenn man in der 87. Minute noch den Ausgleichstreffer hinbekommt, aber in diesem Fall ist das nicht so gut, denn vielleicht müssen wir stattdessen gleich einfach zu Freiburg wechseln, die eben nicht in der Champions League spielen. Wir gucken mal, was für ein Spiel würde danach folgen. Okay, Eintracht Frankfurt, auch Leverkusen wäre nochmal interessant, aber jetzt Freiburg, also der Wechsel, der muss noch nicht sein. Hier wollen wir natürlich ganz klar das Spiel gewinnen und auch hier spielen wir unentschieden. Also zwei Spiele haben wir hier direkt schon mal überlebt. Gucken wir direkt, ob es gegen Frankfurt hier weitergeht oder ob es zu Frankfurt geht. Das ist die große Frage und schon wieder ein 2:2. In den letzten 5 Minuten wird wieder das Unentschieden gerettet und somit natürlich auch unser Job hier bei Stuttgart. 3 Spiele einfach mal überlebt. Ich glaube aber nicht, dass wir das bis zum Saisonende schaffen. Bleibt dran und lasst natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da. Ihr habt diese Serie, wo wir das mit einem Spieler gemacht haben, extrem gefeiert. Wäre extrem cool, wenn wir hier auf diesem Video die 1000 Daumen nach oben schaffen. Wir können sowas gerne noch weitermachen. Gerne weitere Ideen in so einem Format noch hier in die Kommentare. Jetzt aber erstmal das Spiel gegen Leverkusen. Werden wir Trainer bleiben? Nein, wir werden jetzt hier zu Leverkusen wechseln. Florian Wirtz sorgt dafür. Aber ich meine, wir können uns freuen, denn für uns ist das so ein kleiner Aufstieg. Das Wichtigste werden wir aber natürlich gleich erst sehen. Und zwar den Spielplan von Leverkusen. Natürlich auch nicht vergessen, abonnieren hier. Abonnirovic natürlich hier machen. Ganz klare Sache für die R9 Frisur. Auch die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos verpasst. Und wir sehen den nächsten Gegner, Mainz 05. Wir sehen, momentan ist einfach mal der VfL Bochum erster Platz in der Bundesliga. Komplett verrückte Sache. Das hätte ich nicht erwartet. Das wäre nämlich der nächste Gegner bei Stuttgart gewesen. Stattdessen sind wir jetzt hier in der Europa League unterwegs, aber natürlich diese Gegner hier in diesem Monat sind nicht so extrem heftig. Real Betis und Bayern München vor allem. Okay, das wäre natürlich interessant. Ganz klare Sache. Das wäre natürlich das Beste, was uns hier in der Bundesliga passieren kann. Aber auch Bayern München kann hier zum Beispiel gegen Bochum oder andere Teams verlieren. Selbst wenn wir zu Bayern gehen würden, die werden nicht jedes Spiel in der Saison gewinnen, deswegen vielleicht ist es sogar besser, wenn wir so ein bisschen später zu Bayern gehen, aber jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken, ob wir das erste Spiel als Trainer hier bei Leverkusen gegen Mainz 05 überleben oder ob wir direkt diesen Club hier wieder wechseln, das ist aber nicht so. 4:1 gewinnen wir das ganze Ding, Perisic auch noch hier hingewechselt und jetzt spielen wir natürlich in der Europa League, also ja gut, bei dem Gegner weiß ich nicht so ganz genau, ob ich da jetzt hin wollen würde. Bei Champions League ist natürlich immer was anderes und das war sogar eine knappe Nummer, hier 1:1 spielen wir. Wir haben sogar noch einen Elfmeter verschossen. Zum Glück ist das noch gut gegangen. So, Bochum nach 6 Spieltagen immer noch Erster. Jetzt aber erstmal hier gegen Bielefeld. Die sind momentan auf dem 16. Platz. Da wollen wir uns natürlich überhaupt keine Niederlage erlauben. Der dritte Sieg in Folge. Ach, wir haben ja gar nicht gewonnen eben. Aber das dritte Spiel, das wir überleben, schon wieder unentschieden. Diesmal verschießen wir einen Elfmeter. Wirtz rettet das Ganze aber noch so ein bisschen. Aber es ist ja eine gute Sache. Wir wissen ja, was als nächstes hier kommt. Das ist der FC Bayern München. Auch wenn hier 2 Wochen Pause ist. Ja, und jetzt hoffen wir natürlich, dass wir gegen Bayern München verlieren. Wie gesagt, natürlich ein bisschen später in der Saison wäre cooler, aber wir sind ja mit Bayern dann auch noch in der Champions League. Wir wollen natürlich nicht nur in der Bundesliga bleiben, also ich meine, wir können nichts dafür machen, aber wir können ja ein bisschen hoffen. Mal schauen, wenn wir natürlich wieder unentschieden spielen, dann bleiben wir bei Leverkusen oder gehen wir zu Bayern? Das ist die große Frage. Der FC Bayern München gewinnt das ganze Ding 3:1. Wir können uns ein bisschen freuen, denn jetzt dürfen wir dahin wechseln. Mal schauen, ob wir da einen neuen Rekord haben dann als Trainer. Und wir starten hier direkt mit der Champions League, wenn Fika, weil jetzt sind wir bei einem guten Club. Jetzt hoffen wir natürlich nicht, dass wir verlieren. Und wir gewinnen das Spiel 2:0. Gute Sache. Wir bleiben also Trainer. Und wir sehen natürlich jetzt auch hier den Spielplan. Hoffenheim, dann kommt einfach Magdeburg im Pokal. Wenn es da natürlich eine Sensation gibt, dann wäre das natürlich die Komplettblamage als Trainer. Union Berlin und dann sehen wir nochmal Benfica und Barcelona erst hier einen Monat später. Mal schauen, ob wir es bis dahin schaffen, Trainer zu bleiben. Hoffenheim ist direkt der nächste Verein, der das hier verhindern könnte. Aber Müller verhindert das Ganze in der 87. Minute. Also es passiert echt häufig, dass uns die Spieler mit einem Unentschieden hier noch retten in den letzten Minuten. Transfers und so weiter machen wir übrigens nicht und auch wieder Müller, der uns hier so rettet mit dem Unentschieden. Wie oft wollen wir eigentlich in diesem Format jetzt hier gerade unentschieden spielen? Aber Müller rettet uns hier einfach schon wieder. Lewandowski mit einem Doppelpack, aber Müller einfach, ja, der rettet uns einfach jede Woche den Job. Also die Abfindung müssen wir mindestens mit ihm teilen. Jetzt schauen wir mal, ob Müller auch hier gegen Barcelona retten wird oder ob das eine ganz einfache Sache wird. Maguire hier
bei Barcelona, Pereira, natürlich eine interessante Mannschaft, aber natürlich ein bisschen schwächer als Bayern München, muss man ganz klar sagen. Es wäre jetzt kein Upgrade, ganz klare Nummer, und wir gewinnen auch das Spiel 2:0, ganz locker. Ja, und ich würde sagen, so lange waren wir noch nie Trainer. Hier bei Bayern München macht das Ganze natürlich Spaß, aber ja, ich bin mir sicher, dass das nicht die ganze Zeit so laufen wird. Wir sehen momentan Bayern auch nicht Tabellenführer, Leipzig hier mit 7 Punkten vorne. Aber ja, wir sind sowieso nicht so vereinstreu. Aber mal schauen, ob wir am Ende eine Liga dann gewinnen. Es muss ja nicht nur die Bundesliga sein, obwohl es jetzt bis jetzt noch ganz langweilig ist. Wir sehen erstmal, auch das nächste Spiel in der Bundesliga gewinnen wir. Aber diese Woche wird jetzt richtig spannend, denn erstmal spielen wir hier gegen Dresden. Und wir haben einen verletzten Spieler, oder war das Davis? Okay, das ist noch die Nachricht von Davis. So, ihr seht da schon, Dortmund ist in der Liga noch am Start. Das ist natürlich auch ein Spiel, was man verlieren könnte. Gegen Dresden sollte das normalerweise jetzt hier nicht der Fall sein. Oh mein Gott. Und es wird zum Glück nicht der Fall, aber es war eine komplett knappe Nummer. Im Elfmeterschießen setzt sich Bayern hier noch irgendwie durch. So, diesmal war kein Thomas Müller, der, ja, also unentschieden haben wir ja gespielt, aber der uns irgendwie rettet, der macht das erste Tor. Ja, und das war jetzt extremes Glück, dass wir jetzt hier nicht zu Dresden gegangen sind, denn das hätte natürlich alles komplett verändert. Ich meine, wenn ich die Liga wechsle, dann will ich auch schon irgendwie ins Ausland und, ja, nicht einfach runter in Deutschland. So, geht die Sieges- bzw. Spiele ohne Niederlage, denn so extrem viele Siege feiern wir hier ja gerade nicht. Geht sie weiter gegen Dortmund, die hier nur auf dem 10. Platz sind. Was ist da denn bitte los? Aber so wie ich die Simulation kenne, werden wir dann dieses Spiel verlieren. Posada auf der linken Seite. Mal gucken, was Dortmund hier gegen Bayern anrichten kann. Haben wir einen neuen Job? Nein, wir haben keinen neuen Job. Haaland trifft zwar, aber das reicht nicht, denn Gnabry trifft doppelt. So langsam wird es langweilig, deswegen habe ich mir da auch schon ein bisschen was überlegt. Deswegen jetzt eine Ausnahmeregelung. Wenn wir 2 Spiele in Folge nicht gewinnen, also 2-mal unentschieden, dann würden wir auch unseren Job verlieren. Das werden wir dann so ein bisschen erweitern. Champions League Achtelfinale übrigens gegen Liverpool. Das wäre natürlich extrem spannend. Ja, eigentlich wäre schon cool, wenn wir bis dahin einfach überleben und dann in die Premier League wechseln. Okay, Pokal ist natürlich immer eine ganz andere Sache. Wir haben natürlich Liverpool so ein bisschen im Auge, aber bis dahin müssen wir es natürlich erstmal überleben. Wir dürfen natürlich jetzt auch nicht Neuer oder so auswechseln. Ist doch eine ganz klare Sache. Wir müssen mit der besten Elf hier spielen. Und jetzt natürlich erstmal hier gegen Freiburg. Letztes Mal hier im Elfmeterschießen. Und diesmal kommt es gar nicht zu einem Elfmeterschießen. Und das finde ich jetzt richtig blöd, dass wir jetzt zu Freiburg gehen müssen, obwohl wir noch ein Spiel gegen Liverpool haben. Aber gute Sache ist, dass wir mit Freiburg dann die Chance haben auf den Titel, denn Dortmund ist zum Beispiel auch schon rausgeflogen. Aber ja, ganz bittere Sache, wir werden nicht zu Liverpool gehen und verabschieden uns damit natürlich auch erstmal aus der Champions League. Und momentan sind wir auch Tabellenführer der Bundesliga gewesen. Also nach sehr vielen Monaten Langeweile, ja, haben wir es jetzt quasi endlich geschafft, hier auch mal zu verlieren. Nur halt im falschen Spiel. Aber natürlich kann jetzt auch alles hier bei Freiburg passieren. Freiburg sehen wir hier momentan auf dem 11. Platz der Bundesliga. Also Siege sind jetzt hier nicht unbedingt garantiert. Wir schauen kurz in die Mannschaft rein. Ja, und die Mannschaft sieht natürlich nicht so aus hier im Karrieremodus, dass die jedes Spiel gewinnen können. Wir schauen aber auf den Spielplan. Da sehen wir Mainz 05, Augsburg, die Hertha. Und dann wäre der beste Gegner Leipzig hier Anfang März. Bayern würde erst im April kommen. Schauen wir, ob wir es bis dahin erstmal schaffen. Ich glaube, jetzt machen wir wieder, ja, so ein bisschen einen Dauerwechsel. So, Mainz 05, der erste Gegner. Ich gehe einfach mal mit der automatischen Elf rein, beziehungsweise ich glaube, ich muss die schon nochmal anpassen. Also ich meine, ein bisschen Trainerjob muss ich ja hier auch machen. Nicht nur da auf der Bank die Daumen drücken, dass die Jungs da nicht verlieren und ich den Verein wieder wechseln muss. Wir werden natürlich jetzt erstmal hier die besten Spieler einwechseln. So, das Ganze haben wir jetzt gemacht. Mal schauen, ob das hier Auswirkungen haben wird. Also erstes Spiel wollen wir hier schon gewinnen. Ich meine, wir haben uns eine neue Wohnung geholt und so. Dies, das, Ananas, Umzug und so. War stressig und zum Glück retten uns die Jungs, damit wir zumindest eine Woche noch mehr hier in der Stadt wohnen dürfen. Aber auch hier wieder ein Unentschieden. Und ich würde sagen, wir machen weiter. Wenn es 2 Unentschieden werden, dann werden wir auch da den Club wechseln. Das heißt, das nächste Spiel werden wir gewinnen müssen gegen Augsburg. Wir sind auch schon hier im Februar. Vielleicht hat Augsburg auch den besseren Spielplan. Aber jetzt hoffen wir natürlich erstmal, dass wir erstmal hier bleiben. Wir haben ja Leipzig und Bayern so ein bisschen in Aussicht. Und hier sehen wir einen Unentschieden. Und jetzt wechseln wir das erste Mal, obwohl wir nicht verloren haben. Aber ich meine, wenn wir hier keine Spiele gewinnen, dann dürfen wir ja nicht Trainer bleiben. Und das ist einfach der perfekte Wechsel. Ich wollte gerade die Frage stellen, aber ja, die Frage erübrigt sich. Ich wollte gerade nach dem Spielplan hier fragen, ob wir da vielleicht bessere Chancen haben, aber dann sehen wir direkt Dortmund. Ja, und das ist natürlich der perfekte Spielplan. Momentan hier auf dem 10. Platz. Also gut, wir haben trainermäßig eigentlich alles richtig gemacht. Vom 11. auf den 10. gewechselt. Jetzt wechseln wir noch ein bisschen höher zu Haaland. Den wollen wir natürlich als Trainer betreuen. Champions League, da müssen wir auch mal gucken, was geht da ab. Ist Dortmund noch in der Champions League? Bevor wir theoretisch wechseln könnten, wollen wir natürlich auch gucken, was das für Auswirkungen hat. Oder
oder hätte. Wir sehen, Dortmund ist noch drinne in der Champions League gegen Juve. Da könnten wir also direkt dann zum Rückspiel wechseln. Selbst wenn wir verlieren, dann würde es in eine neue Liga gehen. Aber gut, so lange oder so weit sind wir noch gar nicht. Beziehungsweise so weit sind wir noch lange nicht. Hoffentlich verstehen die Jungs, dass wir hier nicht anständig Deutsch können. Aber auch wenn die das verstehen, ist es ja egal. Denn ja, wir würden uns natürlich über einen Wechsel hier freuen. Trotzdem werden wir natürlich die beste Elf hier aufstellen. So fair muss man natürlich auch sein. So, und bester Trainer der Welt, der natürlich jetzt hier hofft, dass er das Spiel hier verliert gegen Dortmund. Die haben sich auch einige neue Spieler geholt. Smith Rowe einfach mal auf dem linken Flügel, Bowen. Aber gut, wollen wir nicht zu viel träumen. Gehen wir direkt rein ins Spiel hier und schauen, ob wir das verlieren. Und ja, ausgerechnet jetzt, Jungs. Das war aber nicht das, was wir besprochen haben. Hier gönnt mir ja aber auch wirklich gar nichts trainermäßig. Ja, und da hat er sich ausgeträumt. Gegen Dortmund verlieren wir hier leider nicht. Ganz freche Sache natürlich hier von dem Trainer. Jetzt müssen wir erstmal weiter gucken. Und ich meine, wir waren 10. Platz in der Bundesliga. Warum müssen wir da jetzt unbedingt genau in dem Moment gegen Dortmund gewinnen? Aber genau das ist ja das Coole hier an diesem Video, dass man einfach nicht weiß, was passiert. Und jetzt, ja gut, warum kann Udo Kai nicht gegen Dortmund hier fehlen? Warum ist er jetzt rot gesperrt? So, mal schauen, ob es zu Bielefeld geht oder ob wir erstmal noch hier bleiben. Wahrscheinlich verlieren wir jetzt. Ich sehe es doch schon kommen. Okay, wieder ein 3:1. Die Mannschaft ist in guter Form. Aber jetzt ist natürlich schon so März. Jetzt geht es so langsam in die entscheidende Phase, auch in der Champions League. Werden wir da nochmal teilhaben? Wir werden es gucken. Bei Mainz natürlich nicht, aber je nachdem, was die für einen Spielplan haben, gehen wir also direkt rein. Hoffen wir, dass wir gewinnen. Ja, okay, wir hoffen einfach mal, dass wir gewinnen. Kein Plan. Wir gucken erstmal gleich den Spielplan an. Also drittes Spiel, was wir hier in Folge gewinnen. Wir können das vielleicht nochmal in der Extremversion später machen, wenn das gut bei euch ankommt, wo wir einfach auch bei einer Unentschieden-Serie oder einfach nur bei einem Unentschieden, meine ich, dann halt den Verein wechseln müssen. Also wenn wir nicht gewinnen, dann müssen wir den Verein wechseln. Und was ist hier gerade bitte mit Dortmund los? Die werden ja komplett durchgereicht. Sind die auch in der Champions League rausgeflogen? Das würde mich echt extrem interessieren. Nee, die sind in der Champions League noch drin. Aber wir wollen natürlich erstmal gucken, wie wir irgendwie uns den Weg nach oben hier noch schlängeln könnten. Wir könnten theoretisch hier zurück zu Stuttgart gehen oder einfach noch zwei Spiele warten und dann gegen Bayern München antreten. Habe ich gar nicht geguckt. Sind die in der Champions League noch drin? Ja, und da sehen wir, sie sind aktuell noch drin, haben aber das Hinspiel schon 3:0 verloren. Also damit kann man ja, glaube ich, nicht mehr planen. Aber theoretisch könnte man dann ja zu Liverpool gehen. Aber ich glaube, dann sind die Spiele auch schon gespielt. Aber das ist alles nur Theorie. Wir springen natürlich direkt hier ins nächste Spiel gegen Stuttgart. Mal schauen, ob es hier direkt weitergeht. Es war ein richtig guter Start hier und es geht auch weiter in der 85. Minute. Direkt der nächste Sieg. Wir könnten natürlich theoretisch gucken, was Stuttgart für einen Spielplan hätte. Aber ich glaube, wenn wir in die Champions League gucken, dann reicht das schon mal. Wir wollen uns ja auch nicht wirklich zu doll ärgern, dass wir dann das Spiel nicht verloren haben. Jetzt sehen wir direkt schon 4 Siege in Folge. Nächster Gegner ist Wolfsburg. Die sind auf dem 3. Platz. Die werden wir so schnell auch nicht einholen. Also es wäre ein Upgrade. Bei Wolfsburg wissen wir aber nicht, was die momentan machen. Sind die vielleicht in der Europa League oder noch in der Champions League? Schauen wir einfach, ob wir erstmal hier ein Ergebnis haben, was irgendwie was verändern würde. Das würde natürlich nur eine Niederlage und wir sehen eine Niederlage. Ahut hier zu Wolfsburg gewechselt, macht das Tor. Ja, und das ist eigentlich blöd, weil jetzt wäre natürlich ganz gut, hier zurück zu Bayern zu gehen. Aber es war ja sowas von klar, dass wir hier 4 Spiele in Folge gewinnen und dann ein Spiel vor dem Bayern-Spiel natürlich verlieren. Also da wundere ich mich auch gar nicht mehr. Und jetzt sind wir natürlich wieder gespannt. Wolfsburg, wie sieht es da international aus? Wie sieht der Spielplan in der Bundesliga aus? Wir sehen, Meisterschaft wird wahrscheinlich nichts. Da ist Bayern doch mit ein bisschen mehr Vorsprung am Start. Ja, und nächster Gegner auch Bielefeld. Das ist natürlich nicht das, was wir uns vorstellen. Aber wir sehen einfach mal, Chelsea wäre der nächste Gegner. Das Hinspiel sogar einfach mal gegen Chelsea gewonnen. Wir konnten leider auch nicht früher Trainer werden. Das dauert immer 3-4 Tage. Beziehungsweise meistens 4 Tage. 3 habe ich, glaube ich, noch nie erlebt. Und jetzt kommt schon. Jetzt hoffen wir natürlich erstmal, dass wir hier gegen Bielefeld gewinnen. Ganz klare Sache. Wir würden aber, okay, die nächste Woche ist ja eine perfekte Woche. Entweder wir gehen hier zu Chelsea oder zu Dortmund. Oder wie ich unser Glück kenne, verlieren wir hier gleich gegen Bielefeld. Oder gewinnen dann gegen Chelsea und Dortmund. Kein Plan, wir gucken uns die Mannschaft an, stellen natürlich die beste Mannschaft auf. Baku als Stürmer. Ja, weiß nicht, ob das jetzt hier die beste Idee ist. Packen wir hier einfach mal Luke Bakio hin. Ja, ist hier schwierig, die beste Elf zu finden. Der Hut lassen wir natürlich drinne. Haben wir schon gesehen, dass der hier Tore machen kann. Ja, und ich glaube, ich werde die Mannschaft einfach nicht verändern. Ich glaube, das ist schon das Beste. Xavi Simmons übrigens hier hingewechselt. Aber gut, der wird natürlich hier erstmal keine Rolle spielen. Schauen wir, ob wir die Rolle des Vollversagers hier spielen, indem wir uns die größte Woche aller Zeiten hier entgehen lassen. Bielefeld könnte uns natürlich jetzt hier extrem ärgern und das machen sie zum Glück nicht. Luke Bakio macht den Treffer. Guter Wechsel da aus der Stürmerposition. Und jetzt ist es natürlich Zeit hier für die Champions League. Die erste Chance seit sehr, sehr langer Zeit auch wieder international zu gehen. Beenden wir die Saison vielleicht in der Premier League? Schauen wir mal rein. Also ich meine, wenn wir weiterkommen würden, wäre auch cool, weil ich meine, dann wären wir einfach im Halbfinale der Champions League. Also wäre auch nicht
nicht ganz so schlecht. Wenn wir danach natürlich gegen Dortmund verlieren würden, wäre vielleicht nicht so gut. Aber überlegen wir nicht zu lange. Gehen wir direkt rein. Hummels bei Chelsea. Das habe ich noch gesehen. Und wir sehen einen 1:0 Sieg. Weiß jetzt nicht. Soll ich mich darüber freuen? Denn damit kommen wir zwar weiter, aber sehen eben keine neue Liga. Dortmund ist übrigens weitergekommen. Okay, eigentlich das Perfekte. Ich meine, wir sind mit Wolfsburg weitergekommen. Wenn wir gegen Dortmund gewinnen, alles gut. Dann sind wir im Champions League Halbfinale. Und ich meine, wenn wir gegen Dortmund verlieren, dann sind wir im Champions League Halbfinale. Mit Dortmund würde ich aber sagen, haben wir schon bessere Chancen im Champions League Halbfinale. Deswegen wäre jetzt hier zu verlieren, denke ich mal, schon das bessere Ergebnis. Obwohl Wolfsburg mit sehr, sehr viel Abstand hier in der Tabelle noch vor Dortmund ist. Aber Meister werden die auch nicht mehr. Deswegen da auch nicht mehr so extrem relevant. Also mir ist eigentlich egal, was jetzt hier passiert. Ich nehme alles, außer, ja gut, ich nehme alles. Auch ein Unentschieden wäre ja auch nicht schlimm. Und wir sehen einen 1:0 Sieg von Wolfsburg. Ja, wie gesagt, bei Dortmund wäre natürlich ein bisschen mehr Chance im Champions League Halbfinale. Vielleicht kommt es ja auch da zum direkten Duell in der Champions League im Halbfinale, falls wir da verlieren sollten. Dann können wir natürlich auch dann zu einem Gegner wechseln, der dann weiterkommt. Wir sehen, Barcelona ist das nächste Spiel. Aber davor müssen wir natürlich erstmal hier verhindern, dass wir hier gegen Mainz 05 eine Blamage uns holen. Theoretisch könnten wir, ja gut, letzter Spieltag dann zu Bayern zu wechseln, bringt jetzt auch nichts mehr dann. So, Jungs, Dahoud jetzt erstmal gesperrt. Das ist natürlich nicht so gut, aber ihr könnt gleich gegen Barcelona spielen. Spanische Liga vielleicht zum Abschluss. Wäre eine gute Sache. Oder vielleicht einfach im Champions League Finale hier als Wolfsburg kommen. Also das muss Motivation genug sein, hier gegen Mainz 05 nicht zu verlieren. Und wir sehen ein 1:1. Okay, das war zwar beides in der ersten Halbzeit, aber doch eine knappe Nummer hier. Und ihr kennt ja die neue Regel, wenn wir jetzt nochmal unentschieden spielen, also zwei Spiele in Folge nicht gewinnen, dann werden wir natürlich wieder den Verein wechseln müssen. Gut, in dem Falle ist es Barcelona. Also das wäre auch nicht so ganz schlecht. Bin jetzt sehr gespannt auf das Hinspiel gegen Barcelona, die sich Zielinski noch geholt haben. Longley. Ah ne, der war ja vorher schon da. Maguire meine ich natürlich. Reuler noch am Start. Kruse bei uns nicht am Start. Rot gesperrt. Wieder ein Spieler, der rot gesperrt ist. Ja, schauen wir natürlich direkt rein. Im Endeffekt ist auch hier egal, was passiert. Dahoud rettet uns jetzt hier in der 90. Minute. Deswegen ist es doch eigentlich gar nicht so egal. Denn wenn wir gleich nochmal unentschieden spielen, dann müssen wir wieder zu einem Bundesligisten wechseln, der wahrscheinlich nicht im Champions League Halbfinale ist. Und es könnte jetzt der VfB Stuttgart hier werden. Ich meine, wir müssen wirklich gewinnen. Wenn wir unentschieden spielen, dann würden wir zu Stuttgart gehen, wo es wahrscheinlich um nichts mehr geht. Also Meisterschaft sowieso nicht. Theoretisch könnten wir vielleicht sogar noch irgendwie was mit dem Abstieg zu tun haben. Ne, so weit ist es dann auch nicht. Stuttgart ist hier auf dem guten 7. Platz. Aber ich meine, wir wollen schon irgendwie die Saison beenden, irgendwie noch mit der Champions League. Komm schon, also jetzt ganz wichtiges Spiel jetzt hier gegen Stuttgart. Wir müssen gewinnen. Ein Unentschieden würde hier nicht ausreichen und wir spielen natürlich unentschieden. Du hast die Option, gegen Barcelona zu verlieren, dann ins Champions League Finale einfach zu kommen und dann spielst du unentschieden gegen Stuttgart. Diese neue Regel hat einfach alles verändert. Aber gut, wenn man zweimal in Folge jetzt hier auch unentschieden spielt, dann hat man es auch nicht verdient. Ja, und wir müssen jetzt hier zu Stuttgart wechseln. Das ist bis jetzt der bitterste Wechsel. Natürlich in der Saisonphase, wo wir einfach ins Champions League Finale hätten kommen können. Aber warte mal, wenn wir... Ach ja, wir sind ja gar nicht mehr hier am Start. Ich wollte gerade mit Bayern anfangen, aber ja, wir müssen ja den Verein wechseln. Das Problem ist natürlich, Stuttgart spielt jetzt nicht mehr gegen Wolfsburg und auch nicht mehr gegen Barcelona oder so. Wir können uns trotzdem natürlich nochmal das andere Halbfinale angucken mit Dortmund. Vielleicht spielen die ja noch gegen Dortmund. Die haben aber das Hinspiel gegen Real schon mal verloren. Und das Rückspiel werden wir da nicht mehr erleben werden. Beziehungsweise erleben wir nicht mehr. Auch das Rückspiel werden wir nicht überleben. Was labere ich mit überleben? Wird die ganze Zeit so viel Hoffnung reingesteckt in die Spiele, dass ich hier schon von überleben rede. Okay, und der Wechsel ist noch nicht durchgegangen. Wir haben noch nicht das Trainerangebot. Aber ihr seht, die Jobbewerbung läuft. Was machen wir jetzt? Also ich meine, ich habe es direkt am Tag gemacht. Der Fehler liegt also nicht bei mir. Und ich meine, wir müssen jetzt den Club managen. Wir müssen ja in das Spiel reingehen. Wir sehen aber hier, Stuttgart würde noch gegen Bayern München spielen. Die werden natürlich Ligameister, ganz klare Sache, aber die sind eben aus der Champions League raus. Dortmund übrigens jetzt auch. Wir schauen kurz nochmal in die Europa League rein. Da ist Leipzig noch am Start. Aber jetzt zu Stuttgart zu gehen, wäre einfach langweilig. Beziehungsweise wir warten erstmal ab. Wir müssen ja sowieso ins Spiel reingehen. Wie geht das Spiel hier gegen den FC Barcelona mit Wolfsburg hier aus? Da sehen wir einen 2:0 Sieg gegen Barcelona und ja, jetzt müssen wir eigentlich die Liga wechseln. Vor allem El Clasico, das müssen wir jetzt einfach mitnehmen. Außer wir verlieren dann irgendwie noch in der Liga mit Barcelona. Gegen Köln wird hier nochmal ganz kurz gewonnen. Sonst müssten wir jetzt hier zwei Jobangebote hier quasi übergehen. Stattdessen gehen wir jetzt hier zum FC Barcelona. Haben noch hoffentlich eine Champions League Finale. Und wir sehen, wir haben noch ordentlich Programm. Wir haben drei Spiele noch in La Liga. Wir sind momentan auch Tabellenführer. Also es könnte einfach der perfekte Wechsel hier gewesen sein. Auch wenn der vielleicht nicht mit ganz fairen Mitteln hier zustande gekommen ist. Aber ich meine, ich kann ja auch nichts dafür, dass der Spielplan so eng ist und ich nicht direkt am gleichen Tag Trainer werden kann. Jetzt müssen wir natürlich erstmal drei entscheidende Spiele hier noch gewinnen, bis wir ins Champions League Finale hier kommen. Vielleicht wechseln wir aber auch nochmal irgendwie die Seiten und kommen irgendwie auf irgendeinem Weg zu Real Madrid. Jetzt wird also eine Entscheidung folgen. Okay, das
Das erste, was wir natürlich hier machen müssen, ist hier die bestmögliche Mannschaft aufzustellen. Und ich denke mal, das hier ist die beste Mannschaft. Ich meine, es wäre alles umsonst, wenn wir jetzt noch ein La Liga-Spiel verlieren gegen eine Mannschaft, die nicht mehr gegen Real Madrid hier spielt. Wir schauen direkt ins erste Spiel rein. Das erste Entscheidungsspiel und wir gewinnen 4:3. Okay, das war eine knappe Nummer. Es geht aber weiter. Werden wir am Ende La Liga Meister und auch Champions League Sieger? Oder haben wir am Ende doch nochmal die Blamage? Wir gehen rein ins nächste Spiel. Geben Getafe jetzt hier und wir sehen ein 2:2. Aubameyang verschießt einfach einen Elfmeter. Bis jetzt ist das 2:2 noch nicht so relevant, aber ihr wisst ja, das nächste Spiel, wenn das auch wieder unentschieden ausgeht, dann ist ja kein Champions League Finale mehr da. So, Depay mit 22 Toren, das sieht doch schon mal richtig gut aus. Jetzt brauchen wir natürlich auch wieder Tore von ihm. Vor allem natürlich mehr Tore, als Villarreal gleich hier machen wird. Der entscheidende Moment. Champions League Finale oder ja, einfach gar nichts mit Villarreal. Das ist die große Frage. Wir müssen das Spiel auch gewinnen. Ich warte gar nicht so lange ab. Hab schon Champions League Finale mit Barcelona. Ist mal sowas. Ein Spiel vor dem Champions League Finale. Also wirklich, das ist einfach nicht möglich. Copa de España ist auch schon gespielt. Villarreal war da nicht drin. Ja, Villarreal hat keine Spiele mehr hier. Barcelona sogar damit nicht Meister geworden. Was die Sache natürlich jetzt nochmal viel, viel schlechter macht. Aber gut, wir sind ja sowieso jetzt Trainer von Villarreal, die natürlich auch nicht in der Europa League sind und auch nicht in der Conference League. Das heißt, wir beenden die Saison bei einem Club, der einfach überhaupt nichts holt. Also den Wechsel tue ich mir jetzt echt nicht an. Also wir haben quasi verloren. Wir haben nicht wirklich das Champions League Finale, wollen aber natürlich trotzdem gucken, was da passiert. El Clasico wollen wir natürlich hier live noch erleben. Aber ja, wir wissen ja, dass der Sieg nicht uns als Trainer gehört. Wir sind da nur auf der Tribüne am Start. Sehen jetzt auch noch einen Sieg von Real Madrid. Was für eine Achterbahnfahrt, was für ein Video. Danke fürs Zuschauen. Klickt euch gerne direkt zum nächsten Video. Also, bis gleich.